Ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt. Ich wollte meinen Individualismus bewahren. Und dann, ja, dann haben mich räumliche Zwänge, sagen wir mal, und die Praktikabilität doch davon überzeugt, zumindest in Teilen eine Art Einbauküche in mein Leben, in meine Küche hineinzulassen. Mit diesem Thema, nämlich der Einbauküche, hat sich der finnische Künstler Jonas Lahtinen beschäftigt. Wie persönlich kann so etwas sein, was ja industriell und massengefertigt wird? Beim Freischwimmerfestival in den Sophienseen ist seine Performance Ein Küchenbau zu sehen und meine Kollegin Irene Blüsch war beim Ein Küchenbau-Aufbau dabei. Ein Metronom tickt. Zwei Männer in blauen Arbeitsanzügen bauen auf einer Bühne weiße Spanplatten zusammen. Ein breiter Schrank entsteht, eine Spüle, eine Anrichte. Einer der Männer lässt die Arbeit auf einmal ruhen, spricht in ein Megafon. In den Genuss von Literatur kommt nur, wer ein Buch liest oder ins Theater geht. In den Genuss von Malerei, wer in eine Ausstellung geht. Von Musik, wer ins Konzert geht, das heißt, nur derjenige, der will. Räume aber wirken, bewusst oder unbewusst, ständig auf das Lebensgefühl der Menschen ein. Diese können der Architektur gar nicht entrinnen. Der Arbeiter lässt das Megafon wieder sinken, montiert weiter weiße Platte an weiße Platte. Er weckt in rasendem Tempo eine Einbauküche zum Leben, eine, wie sie weltweit in zahllosen Haushalten zu finden ist. An der Einbauküche interessiert mich besonders die Diskrepanz zwischen normierter Einrichtung und der Idee von Küche als Ort des Zuhauses. Und dann, welche Strategien die Bewohner entwickeln, um eine normierte Umgebung zu ihrem Zuhause machen. Der Finne Jonas Lahtinen hat die Performance Ein Küchenbau nicht nur konzipiert, er ist auch selbst Teil der Performance. Erst als Arbeiter, dann als eifrige Hausfrau im bunten Kittel schmückt er die fertige Einbauküche mit Spitzendeckchen und stellt warmleuchtende Lämpchen auf. Er macht die Massenware zu seinem Heim, begleitet von Lautsprecherstimmen. Die Küche ist ein Arbeitsplatz innerhalb der Wohnung, aber zugleich Aufenthaltsraum für die Hausfrau für viele Stunden. Beim Essen ist es immer so, da hat man sich bemüht und das ist immer gleich weg. Die Küche ist ein Arbeitsplatz innerhalb der Wohnung, aber zugleich Aufenthaltsraum für die Hausfrau für viele Stunden. Es ist schon schön, wenn jemand sagt, nun, das schmeckt gut. Kochen und Haushaltsarbeit ist halt Arbeit, die oft unsichtbar bleibt. Geschlechterrollen, die sind immer noch ziemlich konservativ, dass der Vater oder Mann sonntags so eine Rostbraten macht und die tägliche kleine Arbeit macht noch immer die Frauen. Als die Einbauküche erfunden wurde, machte der Mann nicht einmal sonntags den Rostbraten. Die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entwarf 1926 die sogenannte Frankfurter Küche, die Vorbild für ganze Generationen von Einbauküchen in den Industriestaaten wurde. Und das ganz Interessante dabei ist, die Schütte-Lihotzky hat das sogenannte Taylor-System angewandt, das eigentlich für die Optimierung der Arbeitsvorgänge in der Industrie gedacht war. So, sie hat so eine kapitalistische Fließbandlogik auf die Hausarbeit übertragen, mit einem ganz anderen Ziel. Nicht der Gewinnmaximierung der arbeitenden Menschen, sondern durch die Effizienz mehr Freizeit für die damaligen Frauen zu schaffen. Inspiriert wurde Jonas Lahtinen durch seine Dramaturgin, die Österreicherin Luzi Stransky, eine Nachfahrin der berühmten Architektin. Ich habe sie als Kind gekannt. Sie ist 103 Jahre alt geworden und sie war einfach eine sehr beeindruckende alte Frau für mich. Und sie war sehr agil, irrsinnig selbstständig bis zum Schluss. Und ja, wenn man da als Teenager neben jemandem sitzt, der erzählt, wie er in den 20er Jahren Küchen geplant hat, dann beeindruckt das schon. Und so werfen Luzi Stransky und Jonas Lahtinen mit ihrer kleinen weißen Einbauküche grundsätzliche Fragen auf. Wie selbstbestimmt leben wir eigentlich? Werden wir jemals eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreichen? Dem Publikum, das bisher amüsiert zugeschaut hatte, bleibt es nun überlassen, eigene Antworten zu finden. Jeder darf am Ende selbst in die Küche, Schubladen öffnen, Schränke durchsuchen, die Mikrowelle testen. Und findet dabei vielleicht schon eine simple Antwort auf die Frage, wie Gleichberechtigung zu schaffen ist. Mit gutem Recht befreit sich die tragische Figur der berufstätigen Hausfrau von ihrer Doppelbelastung durch den Griff zum Fertigessen. Die Performance von Jonas Lahtinen, Ein
Küchenbau in den Sophienseelen in Mitte ist täglich begehbar. Heute ab 18.30 Uhr beginnt es. Mehr Informationen dazu auf unserer Internetseite kulturradio.de ist die Adresse.